Damen und herzlich willkommen. Die einen kennen Sie als Josephine Mutzenbacher, die anderen aus der Serie Schloss am Wörthersee. Und jetzt feiert sie mit Hinter Gittern, 300. Sendung. Sie dort in einer Hauptrolle, die Schauspielerin Christine Schubert, die zu Gast ist in dieser Sendung. Später dann auch der Mann an der Seite von Harald Schmidt, sein Musical Director, der Bandleader Helmut Zerlett, ist zu Gast. Außerdem Kirsten Kunert, die sich für eine spezielle Delfintherapie einsetzt, weil mittlerweile wissenschaftlich bewiesen ist, dass das schwerstbehinderten Kindern, ihr Kind zählt dazu, durchaus helfen kann. Und gleich zu Beginn freue ich mich auf die Schauspielerin, die Regisseurin und Moderatorin Desiree Nosbusch. Herzlich willkommen. Warum haben Sie Vielen eine? Dank. Ja, bitte. Ist das Kaffee eigentlich? Das ist Kaffee. Ja, das ist ja auch die Zeit zum Kaffee trinken. Ich wusste nicht, dass es ganz so auffällig wird, was die Tasse angeht. Aber wenn man weiß ja in der Zwischenzeit, dass ich Kaffee trinke. Das war aber der Grund, war aber jetzt Jetlag, weil ich gerade angekommen bin. Dachte ich mir, einen Kaffee. Tut mir leid, wir hatten keine größeren, Tassen. Warum haben Sie eine Kaffeemaschine im Badezimmer? Das hatte ich sogar vor meiner Werbung für Kaffee. Ich bin einfach ein Kaffee. Junkie, muss ich dazu sagen. Und aber im Badezimmer? Ja, mein Badezimmer ist so wie so ein Lebenszimmer auch. Also ich habe dort auch irgendwie mein Radio stehen und morgens aufstehen, finde ich. Und wenn es noch kalt ist und bevor man unter die Dusche steigt, sich da so Knopfdruck und man hat einen guten Kaffee, gehe ich schon besser gelaunt in den Tag. Ich habe das in der Vorbereitung gelesen und bin drüber gestolpert. Dann haben wir in der Redaktion drüber gesprochen und dann haben 3/4 der Kolleginnen gesagt, ja, die trinken auch alle Kaffee im Bad. Ja. Eine hat sogar gesagt, sie nimmt den Kaffee mit unter die Dusche. Absolut. Also bei mir kann man einmal am Ende der Woche im Bad einsammeln gehen und dann findet man doch einige Tassen, die im Schrank fehlen, in der Dusche wieder. Wirklich, ja? Absolut. Ist ein großes Badezimmer, hoffentlich. Ist ein großes, okayes Badezimmer, Ist es bei Ihnen auch so? Gibt es bei Ihnen, nehmen Sie auch einen Kaffee mit ins... Die Männer? Die Männer alle nein? Einige Frauen, die sich outen? Ne? Da oben doch? Doch, sehen Sie? Völlig, also unglaublich, ich hatte sowas noch nie gehört. Dann hat man also so einen Gala-Moment. Dann steht da... Oh, schön, dass wir darüber reden konnten. Da steht dann also, neben der Zahnpasta stehen die Filtertüten und... Nein, braucht man ja nicht mehr Filtertüten. Ist ja so eine kompakte Maschine, muss ja nur noch Knopf drücken. Das gibt's von Edu schon nicht, da muss man das in die Filtertüte machen. Nee, ist ja nur Sie wichtig, trinken anderen Kaffee. Ist ja nur wichtig, was man für eine Bohne reintut. Also, alles klar. Ist das eine Angewohnheit, die Sie erst in den USA entwickelt haben, oder war das schon immer so, seitdem Sie Kaffee trinken? Kaffee ist, ich glaube, ich sage immer zu meiner Mutter, die natürlich Italiener als Italienerin auch viel Kaffee trinkt, ich sage immer, du hast mir wahrscheinlich Espresso früher in die Flasche getan. Mhm. Kaffee ist für mich wirklich Lebenselixier. So, ja, hat was mit Heimat zu tun. Ist übrigens auch eine Sucht, wissen Sie? Ist eine Sucht, ja. Ist aber auch gut gegen Depressionen, habe ich jetzt auch gelesen. Also für vieles gut. Ich habe mal so eine Kur gemacht und am dritten Tag ging es mir schlecht. Ich bin ja nicht zu Gast eigentlich, ne? Aber ich erzähle es nur schnell. Am dritten Tag ging es mir schlecht und da hat der Arzt gesagt, das ist Kaffeeentzug. Ja, natürlich. Kopfschmerzen gehabt, richtig. Ja, völlig verrückt. Naja. Und dann sagt man sich, warum dann aufhören? Dann kann man gleich wieder einen Kaffee trinken. Kann man gleich trinken, genau. Genau. Dann ist auch alles besser. Und ist ja nicht so schlimm wie andere Drogen, sage ich jetzt einfach mal so. Dieses Hin und Her zwischen Deutschland und Amerika, das ja so ihr Leben mit sich bringt seit vielen Jahren. Wie oft sind Sie in Deutschland? Also ich habe nämlich den Eindruck, dass Sie zuletzt häufiger hier sind. Ja, es ist natürlich immer, es wirkt dann auf einmal sehr viel, weil dann Dinge auch geballt rauskommen und Sendungen oder Filme, die vielleicht im Abstand von einem Jahr gedreht wurden, dann auf einmal geballt auf dem Sender sind. Aber im Moment, wo ich sehr viel tue, pendle ich so im 3-Wochen-Rhythmus hin und her. Kommen die Kinder manchmal mit? Die Kinder kommen mit, wenn es für längere Zeiten ist. Also ich drehe jetzt ab Mai einen Zweiteiler in Afrika und da zieht die gesamte Familie natürlich nach Afrika für 10 Wochen. Mhm. Da würde ich sonst also nicht von zu Hause weggehen. Wie alt sind die Kids jetzt? Diese Kleine wird jetzt 6 und mein Sohn ist 8. Mhm. Und wenn die das erleben, dass sie in Amerika eine Mutter haben, die sich in jeder Schlange hinten anstellt und in jedem Restaurant 7-mal erklären muss, wie der Name geschrieben wird und in Deutschland eine Mutter haben, die irgendwie zuvorkommt behandelt wird, um ein Autogramm gefragt wird, das muss komisch sein für die Kinder. Also es ist mir ganz gut gelungen. Erstens stelle ich mich auch in Deutschland in der Schlange hinten an, muss ich sagen, weil ich finde, das muss auch so sein. Nee, aber wenn Sie angequatscht werden, aber so, dass man die fragen dann natürlich schon, warum unterschreibst du jetzt einen Zettel? Und dann mein Sohn, der das in der Zwischenzeit weiß, sagt, well, it's an autograph. Ja. Und dann sagt er, why? Und dann sagt er, ach, so. Ja. Aber das interessiert, da ihr Leben, da sie das nie so miterlebt haben und ich auch so in meinem Leben nicht wirklich bin, finden die das auch gar nicht so faszinierend. Entnehme ich diesen kleinen Ausführungen, dass die Kinder untereinander Englisch sprechen?
Ja, also immer mehr jetzt. Sie wissen schon, wenn ich dabei bin, heißt es immer ja, Deutsch, damit auch da nichts verloren geht. Mhm. Aber durch die Schule und die Freunde ist natürlich sehr viel Englisch jetzt. Aber auch. Sie wollen schon, dass die auch mehrsprachig sind. Absolut. Bei Ihnen müsste man ja eigentlich fragen, welche Sprache sprechen Sie nicht? Weil das ja so auch zu dieser Lebensgeschichte gehört, dass Sie ganz viele Sprachen sprechen. Mhm. Ich finde es schon immer wichtig. Also ich hatte jetzt nie den Ehrgeiz, dann bei meinen Kindern zu sagen, so jetzt muss ich als Mutter, weil ich das spreche, Französisch oder Italienisch mit meinen Kindern reden, damit sie noch... Ich finde, es muss auch immer so in den Lebensraum passen. Und Deutsch, klar, wir sind eine deutschsprachige Familie, Englisch wegen der Schule, es gibt eine spanisch sprechende Kinderfrau, das ist alles irgendwie so, das passt. Also das ist schon viel, drei Sprachen, das ist schon ein volles Programm. Absolut. Ich glaube, dann ist irgendwann das Ohr auch da und dann fällt eine vierte nicht mehr so schwer. Was gefällt Ihnen eigentlich besser, die US-Anonymität oder der Promi-Bonus in Deutschland? Ich lebe ganz gerne anonym. Also wenn Sie mich jetzt fragen würden, wo leben Sie lieber, dann würde ich wahrscheinlich sagen Europa. Aber was Anonymität angeht, hilft es mir einfach, es ist nicht so sehr jetzt das Resultat der anderen, sondern es hilft mir einfach, normal zu bleiben, wenn man es ganz einfach ausdrückt. Nicht sich so wichtig zu nehmen, was einem ja leicht hier passieren kann. Also ich merke immer so, wenn ich 2 Wochen intensiv hier war, Trubelubel, dann denke ich schon wieder, jetzt wird aber auch Zeit, dass du gehst. Und Stecker auch, mal wieder rausziehen. Ja, Thomas Gottschalk war kürzlich hier, der lebt ja auch zumindest teilweise in Amerika. Und er sagte, es ist ganz gut, mal irgendwo zu sein, wo es keine Bildzeitung gibt. Absolut. Da kommt man auch irgendwie, wenn nichts gegen die Bild, nur dann kommt man irgendwie auch mal runter. Ich meine, Thomas und ich, wir waren essen in Los Angeles und das war irre, weil wir standen in der Schlange und warteten auf den Tisch und es ging Bruce Willis an uns vorbei und es ging Sylvester Stallone vorbei und wir zwei standen und haben gesagt, ja, keiner traut sich was zu sagen, aber wir sagten dann zueinander, naja, dafür kriegen wir dann halt im Borchardt schnell einen Tisch. Das Restaurant in Berlin, ja, wo man ordentlich also Schnitzel essen. Ja, wobei ich glaube, dass Sylvester Stallone auch im Borchardt keine Schwierigkeiten hat. Wahrscheinlich aber auch nicht. Das aber liegt halt daran, dass es den weltweit gibt, diesen Kerl. Also ich habe eben gesagt, dass ich so den Eindruck habe, dass Sie häufiger wieder hier sind, dass Sie mehr in Deutschland machen, auch so ganz unterschiedliche Sachen. Also Moderation einerseits, die Zwillingsgeschichte bei RTL Ostersamstag oder den Film fürs ZDF, der jetzt kommt. Und dann denke ich, wie war das eigentlich vorher? Irgendwie war die doch immer da, aber dann haben wir mal so nachgeholt. Es gab schon eine Phase, da war weniger. Oh ja. Also würden Sie sagen, dass das jetzt eine Art von Comeback ist und vorher es nicht so gut lief? Ich bin immer vorsichtig mit dem Wort Comeback, weil es gab eine Zeit lang, wann immer ich aus der Lufthansa ausgestiegen bin, hatte ich ein Comeback irgendwie. Also das ist es ja nicht. Aber ich glaube schon, dass es einfach eine Zeit gab, wo man von mir nicht so viel sehen wollte oder die Angebote auch nicht wirklich so gut waren, dass ich das Gefühl gehabt hätte, irgendwie ich muss jetzt dafür rüberfliegen. Schwierig für Sie damit umzugehen? Ja, ganz ehrlich gesagt, es gab Phasen, wo ich einfach dachte, jetzt musst du einfach dich damit abfinden, dass der Weg nicht der ist, den du dir vorgestellt hattest. Das rutschte so in eine Richtung ab, wo ich dachte, nein, dafür bin ich mal irgendwie nicht in diesen Beruf gegangen. Im Moment ist das Gegenteil da. Woran das liegt? Ich bin sehr glücklich darüber, denke mir einerseits, dass vielleicht daran liegt, dass ein Publikum oder auch Macher irgendwie dann doch honorieren, dass man sich treu geblieben ist vielleicht. Mhm. Dass sie merken, dass man dabei bleibt und sich nicht so schnell verkauft. Mhm. Ich weiß es nicht, aber es ist jetzt auch müßig, wahrscheinlich über sowas zu nachzudenken. Aber man kann offen darüber reden, zumal es jetzt gerade gut läuft. Es läuft super und es läuft in eine Richtung, wie ich mir nie... Ich muss mich nicht mehr rechtfertigen, dass ich moderiere und Schauspieler. Ja. Ich kriege auf einmal super Rollenangebote. Ich bin wirklich voller Dankbarkeit, aber woran es liegt? Komisch, ne? Weil das war ja fast eine Kinderstar-Karriere am Anfang. Das war immer so, Desiree darf das, die freche Kesse. Dann so, durfte sie auf einmal gar nichts mehr. Mal Stress gehabt mit dem bayerischen Ministerpräsidenten, mit Franz Josef Strauß angelegt. Aber irgendwie haben alle gesagt, ja, die Desiree Nussbusch, irgendwie geht das. Und auf einmal war es dann wirklich, wirklich ruhig. Jetzt, da es wieder läuft, ist interessant, darüber zu reden. Und auch, finde ich ausgesprochen lobenswert, dass sie offen damit umgehen. Ich habe dann immer gedacht, es ist wie so ein Meer, das kommt und geht. Und du kannst es nicht festhalten, wenn es da ist. Du musst es auch gehen lassen, damit wiederkommen kann. Ja, aber wenn man sozusagen Lust hat, mal wieder eine Rolle zu spielen, dann kann man auch lange über Ebbe und Flut nachdenken. Das bringt einen auch nicht wirklich weiter. Aber das sind die Momente, wo man dann auch anfängt, sich selbst mal genau unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Und ich hatte viele Momente zu Hause, wo ich dachte, ja, Desa, das ist ja auch klar, schau dir das an. Das ist auch nicht alles gut gewesen, was du gemacht hast. Achso, und dann doch selber gezweifelt auch. Natürlich, ich habe doch so viele schlechte Filme gemacht, dass ich im Nachhinein dann auch kapiert habe, wenn sich ein Produzent das anguckt, dachte, ja gut, ich würde ja vielleicht gerne, aber wo soll ich denn erkennen, dass es wirklich so toll ist? Mhm. Und ich meine, die Resultate, die letzten, haben halt auch was anderes gezeigt. Hatten Sie eine Zeit lang weniger Selbstbewusstsein dadurch? Ja, aber gut, Selbstbewusstsein ist sowieso ein kritisches Thema bei mir, weil mir immer groß das angedichtet wurde. Ich war nie ein sehr selbstbewusster Mensch. Und die Leute haben aber eigentlich gedacht, das ist ein taffes Mädchen. Ja, Wahnsinn. Und bin bis zum heutigen Tag wirklich, und das ist nicht kokettieren mit irgendwas,
brauche ich teilweise immer noch Menschen, die mir sagen, mein Gott, noch mal, jetzt bleib doch mal locker, schau mal, was du alles erreicht hast. Ich selbst für mich sehe das so nicht. Aber ich bin, was meine Arbeit jetzt angeht, schon sehr viel mehr im Reinen mit mir. Ja. Mhm. Wer hilft Ihnen dann? Wer sind das für Menschen, die dann sagen, hey, das sind, bleib ich habe cool. Eine ganz, ganz tolle Managerin seit 4 Jahren, die ja auch so fast eine Partnerin ist, überhaupt durchs ganze Leben, und die mir da sehr viel Kraft gibt. Und dann natürlich die unmittelbaren Menschen zu Hause, mein Freund, ja gut, meine Kinder, denen ist es egal, ob Quote stimmt oder nicht. Mhm. Gott sei Dank. Da bitte ich aber herzlich aber drum, so die Menschen, so die einen einfach irgendwie kennen und erkannt haben und auch was anderes darin sehen als nur äußerlichen Erfolg. Es gibt ein Schlagwort, das, wenn man es in Deutschland benutzt, immer gleich impliziert, man sei in der Zwangsjacke irgendwo hingeliefert worden. Und das ist in dem Land, in dem Sie leben, meisten halben, völlig normal. Und zwar Therapie. Sie haben auch mal Hilfe in Anspruch genommen, also Hilfe von außerhalb. Ja. Also von einem, der im Gespräch dann einfach mal drauf hingewiesen hat. Ich habe einer Zeitung, glaube ich, sogar hier in Hamburg zu verdanken, dass es irgendwann mal wohl, ich habe es nicht gesehen, eine Schlagzeile gab, ich hätte Depression. Ich denke, okay, wie komme ich dazu? Muss man sehr vorsichtig sein, weil das ist wirklich eine ernsthafte Krankheit. Wissen Sie was, Herr Kerner, das Wort gibt es in Amerika jetzt nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr politically correct zu sagen, jemand sei depressed. Also es gibt manisch-depressiv nicht mehr, sondern das ist jetzt in 2 Pole aufgeteilt. Ja? So ein Bipolar nennt man das jetzt. Okay. Also so oder so. Nur haben wir was gelernt? Ja, wollte gerade sagen. Und, muss man vorsichtig sein. Es gibt ja wirklich eine Krankheit. Also Depression absolut. Nein, aber wenn man mit jemandem redet und sagt, lass mal reden und ich habe ein Bedürfnis, mich auszutauschen. Nein, ich mache keinen Hehl daraus. Ich finde, viele Menschen sollten das mehr in Anspruch nehmen. Wenn man sich bei irgendwelchen, ich fand es wichtig, mich mit jemandem zu treffen, der neutral mir gegenüber sitzt und mir sagt, ja, Sie gehen jetzt durch eine Trennung, was ist der richtige Moment, wie sagt es man den Kindern, kann man es den Kindern sagen, wie bereitet man sie darauf vor, wie verhält man sich, man hat einen Instinkt, ein Gefühl, aber ob man da immer richtig liegt. Und ich finde, das ist überhaupt nichts Schlechtes dabei, sich da jemand anders zu nehmen. Zu holen. Ja, also ich glaube auch, dass wir da insgesamt ein bisschen zu doof mit umgehen hier in Deutschland. Ich meine, man zieht sich ja auch nicht die Zähne selbst. Es gibt ja Leute, die können das besser. Genau. Und warum soll Und ich finde, in die paar Stunden, die man mit seinen Freunden verbringt, da will man sie auch nicht immer voll quatschen mit seinen schlechten Dingen. Und es ist ja auch oft einfach nur so wie wir heute leben. Wir haben keine, also zumindest ich drüben habe meine Familie nicht um mich rum, meine Eltern. Mit wem will man denn reden, der einen kennt irgendwie und der weiß? Und da finde ich, ist da nichts Schlimmes bei. Jetzt sind Sie jahrelang immer unterteilt worden in eine Moderatorin und in eine Schauspielerin. Mittlerweile wissen wir auch, eine Regisseurin, also die erfolgreich auch Filme dirigiert. Und ich mache das jetzt nicht und ich frage auch nicht, was Ihnen lieber ist und so weiter. So. Ich sage einfach, das geht nebeneinander. Wir haben über die Moderation schon gesprochen und sprechen jetzt über den Film, den wir am Sonntag sehen, erfreulicherweise im ZDF. Der heißt Der Vater meines Sohnes oder Vater meines Sohnes. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt. Ah ja. Ach bitte, Marc, geh mit Stella mit. Stimmt es, dass du Rolf heiratest? Wer behauptet denn sowas? Warum erzählst du überall, dass wir heiraten? Ja, das tun wir doch irgendwann, oder nicht? Rico. Muss ich wissen, wer der Typ ist? Der Typ ist Marks Vater. Lass mich Mark als meinen Sohn anerkennen. Ich hatte vergessen, wie eiskalt du sein kannst, wenn es um deine Interessen geht. Sylvie, bitte. Ich werde nicht zulassen, dass mein Sohn zum Spielball eurer Machtinteressen wird. Desiree Nosbusch am Sonntag im ZDF um 20.15 Uhr an der Seite von Gedeon Burkhardt, die wir gerade gesehen haben. Die alleinerziehende Architektin eines 9-jährigen Kindes. Und ich glaube, man hat in der Geschichte hier schon schnell sehen können, naja, es ist ein bisschen Herzschmerz, aber es ist auch ja, es ist eine Frau, ernsthaft. Das Ganze endet, der Grund, warum ich... Nicht sagen, wie es endet. Nein, bloß, um Gottes Willen, das Ganze endet nicht so, wie man es erwartet. Und das war der Grund, warum ich dieses Buch angenommen habe. Es ist einfach eine Frau, die sich irgendwann so einredet, okay, komm, du machst es jetzt so, wie es sich gehört. Heiratest diesen Mann, der ist gut zu dir, der ist auch gut zu deinem Kind, ist zwar nicht der Vater, und dann kriegt das alles eine Form und das Leben geht weiter und lässt dann doch irgendwann die Gefühle wieder zu und merkt, es ist dann doch wichtiger aufs Herz zu hören als auf den Verstand. Und dann kommt doch alles ganz anders. Wenn man sich darüber entscheidet oder entscheiden soll oder muss, ob man noch ein drittes Kind möchte, entscheidet das das Herz oder der Verstand? Also ich hoffe doch das Herz. Ja, wie ist es bei Ihnen? Ich glaube beim Verstand, dann hätte der Verstand bei mir immer Nein gesagt. Ja? Warum? Man kann doch auch... Ja, weil da geht man, der Zeitpunkt ist nie der richtige, Leben ändert sich, die Zeiten sind schlecht, Nein, sie sind gut. Und so, also insofern, da ich sowas nur nach Bauch, finde ich. Würden Sie nochmal? Ach,
Wer weiß. Ja, ja, ich nicht. Bauch, also Sie hoffentlich besser als ich. Wenn mein Bauch Sie. Irgendwie meinen Verstand irgendwie ein bisschen so hingedrückt kriegt, dann vielleicht. Lassen wir die beiden mal miteinander reden. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke. Wir freuen uns auf Sonntagabend 20.15 Uhr hier im ZDF. Desiree Nosbusch. Die Frau, die jetzt zu uns kommt, die sitzt ein. Aber keine Angst, wir mussten nicht um Freigang bitten, damit sie hier auftreten darf. Sie sitzt ein im berühmtesten Frauenknast Deutschlands. Und der spielt in einer Fernsehserie. Hinter Gittern nämlich. Am Montag läuft die 300. Folge. Den ersten großen Ruhm hat ihr eine Rolle als Josephine Mutzenbacher eingebracht. Vielleicht entsinnen sich einige und trauen sich das jetzt nicht mehr zu sagen. Das war in den 70er Jahren und danach ging es steil bergauf. Herzlich willkommen, Christine Schubert. Herzlich willkommen. Ich habe ein paar Sachen schon gesagt. Also Mutzenbacher, Wörthersee natürlich mit Roy Black zusammengespielt. Ja. Eine ganz großartige Geschichte. Genau. Menschen bindet, also wirklich ein Riesenerfolg. Welche Rolle ist für Sie die wichtigste von all dem, was ich aufgezählt habe? Haben Sie sowas wie eine wichtigste Rolle oder hat er einfach alles seine Zeit? Ich spiele immer das gern, was ich im Moment spiele. Ja? Ja, gern ja, aber am liebsten meine ich. Ja, das ist jetzt, da spiele ich jetzt am liebsten. Also sind Sie jetzt eigentlich gern, die im Knast sitzt? Ja. Ja, weil es da raut. Hoffentlich noch lang. Ja. Ja, das ist ja blöd, ne? Weil man will ja eigentlich im richtigen Leben, möchte man freikommen, aber das hieß ja, dass Sie dann sozusagen aus der Serie hier raus sind. Ja, ja, wenn ich am Flughafen gehe, sagen die, ja, was macht denn die da? Hat die Freigang? Die kriegen das manchmal gar nicht mit. Ja, also die Leute sind tatsächlich so, dass sie denken, die gehen da das muss irgendwie ein realer Knast sein. Ja. Und sie müssen ja immer wieder irgendwie was Neues anstellen im Knast, damit das immer wieder verlängert wird. Weil ihre erste Strafe ist doch vermutlich schon abgesessen. Ja, ja, aber ich stelle halt immer wieder was an. Ja? Ja, ja. Ja? Ich möchte nicht raus. Ja, ich fühle mich so wohl. Den Eindruck allerdings habe ich auch, insbesondere wenn man sieht, wie sie da spielen. Gucken wir doch mal kurz. Alles klar, es ist soweit. Hat dein Bekannter auch das Richtige besorgt? Liftosan, nicht irgend so Müll. Ja, jetzt nerv nicht. Ich will nur mein Liftosan. Dein was? Liftosan, das ist mitten gegen Falken. Wenn die nächste Lieferung glatt geht, kriegst du dein Liftosan. Kalle, ich komme in ein paar Monaten raus. Ich darf nichts riskieren. Ich kann keine Drogen für dich reinschmuggeln. Überleg's dir. Aber nicht zu lange. Du wirst nicht jünger, meine Liebe. Ja, ja. Ein offenes Wort zur rechten Zeit, aber... Warum nutzen wir alte Ledertasche und so? Ja, alte Ledertasche? Ja, da muss man durch. Das ist ja, was heißt, muss man durch? Tatsächlich ist es ja so, dass Sie, das habe ich in einem Zeitungsinterview gelesen, ganz offen damit umgehen, dass Sie selbst auch schon mal, also Liftosan weiß ich nur nicht, ich hoffe, das gibt es nicht als Medikament. Ja, Botox durften wir nicht sagen, also haben wir es Liftosan genannt. Aha, haben Sie schon mal Botox probiert? Ja. Ja? Der Botox ist das, was so, das ist das, was unter so die Augen... Bisschen, naja, Augen, Stirne. Ja? Ja. Klären Sie mich auf, sagen Sie mir das. Also ich weiß es wirklich nicht. Botox ist etwas, was injiziert wird, was die Haut faltenfrei macht. Nee, es lähmt, aber man darf nicht sagen, den Muskel. Ist eigentlich ein Gift. Ja, ein Nervengift, ganz klar. Ja, aber nicht in diesen Dosis. Nein, ich glaube nicht. Und wo wird das hingespritzt? Nur ganz unter die Haut, in den Muskel. Ja. Und nach 5 Tagen plötzlich kann man nicht mehr diese starken Mimik, ich kann es ja noch immer, weil ich einen guten Arzt habe. Aber es gibt ja Menschen, die sind da glatt gespritzt, da geht gar nichts mehr. Okay, also jetzt verstehe ich. Also die Stirn zum Beispiel kann man dann nicht mehr so... Diese beiden, nein. Ja, aber jetzt haben Sie, Sie tragen doch einen Pony, das ist eine Fehlinvestition. Das müsste gar nicht sein. Das sagen Sie. Nein, weil das sieht man gar nicht. Ja, perfekt. Nein, das sieht toll aus, nur man sieht es nicht. Ja. Das ist aber auch für diese kleinen Augenfältchen. Ja, ja. Ach, wenn man einen guten Arzt hat, der das gut macht, und ich habe eine Ärztin, die das sehr gut macht, dann finde ich es besser, als sich da Muskeln, Schädeldecken aufmachen lassen. Muskeln, also, im Übrigen ist es natürlich, wenn man es macht, besser ehrlich darüber zu reden, als zu den 98% zu gehören, die es machen lassen, aber nicht drüber reden. Die es aber alle machen. Nie, nein, nicht im Entferntesten. Ganz genau. Also ich kenne kaum eine Schauspielerin um 50, die jetzt jünger aussieht als vor 10 Jahren. Ne? Könnte ich mir die wegmachen? Ja, sofort.
Aber da bräuchte man einige Liter von dem Zeug, nee, oder? Nee, ganz wenig nur. Das mit ganz wenig? Ja. Und dann gehen Sie jeden Tag vor den Spiegel und denken Sie, was ist denn das, was ist denn das? Und einmal ist nur da und das ist weg. Es ist wirklich sensationell. Aber man kann das alles noch bewegen und... Ja, die sehen wir. Ja, stimmt. Ja, es geht gut. Ja. Wann haben Sie, wie oft muss das, oder andersrum, wann haben Sie das angefangen? Wann zum ersten Mal gemacht? Ich mag schon länger und da muss man es aber nicht mehr so oft machen. Zweimal im Jahr. Zweimal im Jahr? Ich hätte schon Angst vor der Spritze. Ach, das ist ja so ein kleines Nadelchen. Ich bin ein so Mann. Dünn wie ein Hahn. Naja. Naja. Ich könnte es aber nicht, glaube ich. Ja, aber das ist der Vorteil auch des Mannes, ist ja, dass er Falten haben darf. Wann haben Sie angefangen? Wenn Sie sagen, Sie machen schon, ist schon ein paar Jahre her. Vier Jahre. Ja. Und Sie haben es angefangen für sich selbst? Ich mache alles nur für mich selbst. Ja? Ich wüsste nicht, für wem sonst. Für irgendeinen Kerl? Nee, niemals. Na? Das wäre doch Wahnsinn. Bitte ein bisschen mehr Wertschätzung für das männliche Geschlecht. Ja, aber das macht man nur. Und Sie haben dann einfach da gestanden und haben gesagt, dass, wenn es doch die medizinischen Möglichkeiten gibt, dann weg damit. Ja. Es gibt ja andere, sagen, jo, ich bin halt jetzt nicht mehr 17 und auch nicht mehr 27, sondern... Ja, gut. Ja. Und sonst, also Botox ist das Einzige, was Sie machen lassen? Oder haben Sie andere Sachen auch? No. Wissen Sie es nicht? Bitte? Na, ich habe gelesen. Sie nur? Nein, es ist so eine Sache. Nein, ich habe mich vor zwei... Ich habe mir vor zwei Jahren ein kleines Lifting unterzogen, weil ich mein Gesicht nicht mehr mochte. Mhm. Es rutschte alles runter. Ich sah so aus wie so ein kleiner, trauriger Besset. Mhm. Dass er so Bäckchen hier hat. Mhm. Und mein Maskenbildner hat immer gesagt, Christine, nimm die Nüsschen da raus. So wirklich, wenn man so großflächig. Und da habe ich mir gedacht, nein, das halte ich nicht mehr aus. Im Liegen bin ich ja schon schöner als im Sitzen. Ja? Ja, und da habe ich auch wieder einen guten Arzt gefunden, der mir mein Gesicht gelassen hat, der kein aggressives Lifting gemacht hat. Okay. Und ich bin sehr zufrieden. Absolut. Hat mir halt 10 Jährchen geschenkt, mehr ist es ja nicht. Na ja, gut, aber 10 Jahre, in denen kann man viel anstellen. Natürlich, wenn man 20 ist, sind 10 Jahre Wahnsinn. Sie haben ein Faceguard, haben Sie mal gesagt. Ja, Was ist ein Faceguard? Ja, das ist eben einer, der auf mein Gesicht auch gibt. Ja? Und die Bodyguards geben auf die Menschen ab. Faceguard ist praktisch der Vater vom Liftboy, kann man sagen. Ja. Ist das, Und der guckt halt, und wenn es wieder an der Zeit ist, dann sagen Sie... Ich glaube, ich werde es mir nicht mehr machen lassen. Ich habe ihn ja gleich gefragt, wie oft man es noch machen lassen kann. Hat er gesagt, na, zweimal geht noch. Habe ich mir gedacht, das lasse ich. Der Helmut Thoma, der ehemalige Chef von RTL, der hat, als er sie gesehen hat, gesagt, die sieht ja aus wie vor 10 Jahren. Und hat das mit einer Begeisterung im Gesicht gesagt. Ja, das hat er ein Jahr lang nicht gesehen. Steht aber auch überall drinnen, dass ich es wegen ihm gemacht habe, das überhaupt nicht stimmt. Ja, was viele gar nicht wissen, dass sie sich gut kennen, sagen wir, sehr gut kennen, sehr gut dass kennen, sie zusammen waren. Das war viele Jahre lang. Ja, viele Jahre. Als er noch Chef war bei RTL und als er dann sozusagen eine andere Ehe hatte, da haben Sie komischerweise nie bei RTL gespielt. Hatte das damit zu tun? Ja, wenn die Frau halt im Sender arbeitet, dann... Guckt die schon mal auf die Besetzungsliste. So ist es. Also es war nicht vom Vorteil, aber es war ja Liebe, es war ja nicht wegen Geschäft. Sie sind viele Jahre richtig zusammen gewesen, ne? Naja, was heißt zusammen? Wir hatten eine heftige Affäre, er war ja damals auch nicht verheiratet. Also habe ich niemandem was genommen, außerdem Menschen kann man anderen nicht wegnehmen. Also man kann nicht sagen, Liebe kommt, Liebe geht. Aber er konnte sich halt nicht entscheiden. Er hat gesagt, er ist so ein kleiner, so Orientale, der hätte gern 2, 3 Frauen, die sollen sich alle gut verstehen und alle ihn lieb haben. Er wird auch für alle sorgen. Er war, dass es er hat schon lieber, wenn man für sich selber sorgt. Verstehe. Es ist gar nicht so lange her, da war er mit seiner Ex und jetzt wieder Frau zusammen hier in der Sendung. Die sind ja offensichtlich wieder zusammen. Ja. Und als Sie das gehört haben, haben Sie gedacht, ich habe es gesehen und habe es sofort weggeschalten. Ja? Ich konnte mir das Drama nicht anschauen. Warum das Drama? Er saß so arm da, so wie so ein armes Bärli, das nichts zum Sagen hat. Und der mächtige Ex-RTL-Boss? Sie hat nur über ihr Leid geklagt und dass sie es halt doch erreicht hat, weil sie ihn wie ein Raubtier umgarnt hat. Und dann hat sie die Beute erlegt. Und dann habe ich zum Helmut gesagt, gib acht, Beute wird auch gefressen. Und Sie haben sie es nicht anschauen können, ja? Nein. Ich
weil das so gar nicht der Mann war, den ich kenne. Das war so arm, so gedrückt. Haben Sie heute mal ein bisschen miteinander zu tun? Nicht, dass wir haben vorgestern, nein, warum? Wir haben vorgestern telefoniert. Meine ich doch, ja, ja. Warum soll man nicht auch miteinander normal umgehen? Jetzt telefonieren wir seit 13 Jahren. Warum soll man jetzt aufhören? Absolut, absolut. Diese Geschichte Mutzenbacher, was Sie relativ am Anfang Ihrer Karriere gemacht haben. Wir haben einen kleinen Ausschnitt davon. Und viele, viele denken, ja. Joseph, soll man nicht zeigen? Aber bitte. Ja, meine ich doch. Also, Josephine Mutzenbacher. Und viele denken, wer weiß, was da kommt. Ja? Aber es ist im Grunde. Nichts. Bitte. Nichts war das. Na, also nichts. Na, welche Szene haben aber Sie vielleicht? Weiß es gar nicht. Na, doch. Na, wir gucken einfach mal nach. Aber nichts ist es nicht, sage ich mal. Aber es ist auch nicht viel. Ach, das wird besser. Naja, das ist furchtbar. Warum furchtbar? Es ist doch grau. Also, ich glaube, das ist ein Heul. Na, es gibt eine Szene noch. Weiß ich nicht, natürlich. Er ist ja tot. Dein Geld. Nein, ich will nichts. Warum? Der tut mir leid. Ich hab glaubt, du willst der Hur werden. Das war die Josephine Mutzenbacher. Das war ja, ich will nicht sagen ein Skandalfilm, aber das war ja, das war ein Hammer damals. Ja, ja, der hat mehr eingespielt in Österreich als die Sissi-Filme. Ist wirklich so? Ja, wirklich. Ich will jetzt nicht sagen, dass es auch besser war, aber das wird zu weit. Nein, nein. Aber, nee, das nein, nicht. Wirklich, nein. Die Sissi-Filme waren nur wirklich niedlich. Aber das war. Ja, das ist ja auch niedlich. Ja, nein, niedlich, niedlich ist es auch, absolut. Aber es war ja damals wirklich ein Skandal, oder? Ein richtiger Aufreger. Nee, eigentlich nicht. No. Also Sie waren doch festgelegt dann auf diese Art von Rollen, oder? Ja, lange. Das muss Sie doch genervt haben, als jemand, der im Grunde genommen was Schauspielerisches vorhat. Gott, ich war da so jung und war so froh, dass ich eine Chance bekam und habe das halt gespielt, wusste auch gar nicht, was da auf mich zukommt. Hm. Und der Regisseur hat damals gesagt, Six Christel, jetzt bist für alle ein Sexidol und in Wirklichkeit bist du nur komisch. Ja, und das ist auch ein Problem eigentlich, weil da haben Sie in Filmchen mitgespielt, die Titel sind mir entfallen, aber wir müssen irgendwas mit Glocken in Oberbayern oder so, hat das ja immer zu tun. Na, das Glöcklein unterm Himmelbett. Glöcklein unterm Himmelbett, na bitte, recht sehr. Das war ein netter bayerischer Film. Irgendwas auch in Oberbayern war auch irgendwas. Pudelnackt in Oberbayern. Pudelnackt in Oberbayern. Das ist das, was damals gedreht wurde. Du konntest entweder Wald- und Wiesenfilme drehen, Aufklärungsfilme, Oswald Kolle. Oder das halt. Oder das, ja. Aber Wörter, Sie haben sie auch gemacht. Sie haben mit Roy Black zusammen gedreht und haben erfolgreich mit ihm zusammen gedreht. Ja, das war eine schöne Serie. Und sind an diesen Wörtersee, ne? Ja. Ein Schloss am Wörter, geht es um dieses ein Hotel. Schloss, und, ne? Und sind diesem außergewöhnlichen Menschen sehr nahe gekommen. Das ist ja ein... Außergewöhnlich war er, ja, das stimmt. Ein Typ auf eine gewisse... Ja, ich habe zu Beginn meiner Reporterkarriere, als ich noch beim Radio war, und das ist sehr kurz vor seinem Tod gewesen, vielleicht ein Jahr vor seinem Tod, habe ich mal ein Interview mit ihm gemacht und habe erlebt, wie er, das war damals ja schon ein Comeback, wie er dann in einer ganz kleinen Location gesungen hat und die Frauen, das hatte ich nie gesehen, dass Frauen so dahin schmissen. Er hat einen Charisma gehabt, wirklich. Unglaublich. Dieser Junge ist so herumgestanden, die Tür auf und er ist rein und er war da. Ja, und er war damals, also als ich ihn kennenlernte, er war nicht gesund und ich glaube auch nicht, dass er glücklich war. Sehr depressiv. Aber es war, die Frauen sind mit den Rosen auf die Tanzfläche, da wo er gesungen hat, auf diese Mini-Bühne gekommen und haben, also eine Form von Schmachten, wie ich sie nie gesehen habe sonst. Wahnsinnig. Ja. Wir haben da im Schloss am Wörthersee 1000 Menschen haben da zugeschaut, wenn wir da aus noch. Habe ich gesagt, bitte gehen Sie doch Boot fahren, gehen schwimmen. Nein, das können wir immer, jetzt schauen wir Ihnen zu. Und sind da in der Sonne gestanden und haben nur geschaut. Ja. Und dieser Roy Black, der war nicht glücklich. Haben Sie das gemerkt? Haben Sie das gewusst? Er war gewusst? Sehr depressiv. War ein Gesprächspartner? Weil dieses ganz im Weiß, er wollte nur Jazz singen. Und dieses ganz im Weiß, das hat ihm also so gestört. Das war... Dieses Schlager für Sie. Ja, und hat er gesagt, leidest du nicht unter der Mutzenbacher? Sag mal, bist du wahnsinnig? Alles verdanke ich der Mutzenbacherin. So wie du alles verdankst dem ganz im Weiß. Ja. So habe ich das noch nicht gesehen. Im Grunde hätte er von ihrer Leichtigkeit ein bisschen was gebraucht oder von ihrer Selbstverständlichkeit. Dass man einfach sagt, alles zu seiner Zeit und... Der meinte, bevor er Schloss am Wörthersee gemacht hat, war er schon dann abgestürzt, da so Heizdecken gesungen. So. Ja gut, aber es kam, der Wörthersee war ein Comeback und ein großartiges. Also, dass die Leute ihm wirklich da wieder zu Füßen... Ganz toll. Aber es hat nicht gereicht fürs Leben sozusagen. Nein. Außergewöhnlich. Was werden Sie anstellen hinter Gittern? Was drehen Sie für krumme Dinger, dass Sie da noch lange drin bleiben? Jetzt kommt, ich darf ja nichts verraten. Doch. Nein, darf ich wirklich nicht. Ich habe es im Vertrag drin stehen, ich darf nichts verraten. Ich darf nicht einmal verraten, was am Montag ist.
Wirklich? Sie können ruhig alles. Außer, dass ich blind singe. Außer, dass ich blind singe. Aber wenn Sie das verraten, bleiben Sie noch länger drin. Ist ja gut. Ja, das ist im Grunde genommen auch ein Verbrechen. Oder Sie schmeißen mich raus. Nein, oder nein, Sie gehen ins wirkliche Gefängnis. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Nein. Ist das Jetzt ist das passiert, was die Tonmeisterin gesagt hat. Dass die Kette übers Mikrofon. Ja klar, und die Hand auch. Schon recht. Nein, also Sie dürfen nur nicht sagen, dass es bei RTL läuft am Montagabend. Alles andere dürfen Sie hier sagen. 21:15 Uhr. Nein, bitte nicht. Doppelfolge. Ich Stress mit meinen Chefs. Doppelfolge. Doppelfolge? Ja. Oh, 2 Stunden lang? Na, dann wünsche ich Ihnen jeden Zuschauer dieser Welt. Ja. Ja. Machen Sie mal. Werden wir kriegen. Sollen Sie nehmen. Mir? Wissen Sie, wir senden montags nicht. Da ist das mal vor. Schönen Dank. Dankeschön für den Besuch. Und viel Erfolg weiterhin, hinter Gittern und im wirklichen Leben natürlich auch. Ja. So, und jetzt kommt der Typ, der sein Leben lang Musik gemacht hat, sehr erfolgreich Musik gemacht hat, der mit Marius Müller-Westernhagen auf Tournee war, der später der, wie sagt man, Musical Director, also der Bandleader der Harald-Schmidt-Show war, vom ersten bis zum letzten Moment. Die Show gibt's nicht mehr, ihn schon. Herzlich willkommen, Helmut Zerlitz. Hallo, grüß dich, willkommen. Hallo. Seit dem 8. Dezember rätsel ich, sind alle in Schwarz hier, ne? Das ist ja eigentlich feierlich, wochenendmäßig. Stimmt, immerhin habe ich gewonnen. Stell die Mutter an den Tisch. Ja, nee, ist schon in Ordnung. Nein, und wir erfreuen uns auch. Aber gut, das sage ich jetzt alles nicht. Seit dem 8. Dezember rätseln weite Teile der Republik. Warum hat Harald Schmidt aufgehört? Oh ja. Du musst es doch wissen. Ich? Ja. Ich denke mal, er brauchte eine kreative Pause. Ich glaube, das hat er gesagt auch. Ja. So hat er es öffentlich auch dargestellt. Ist das der hat einfach keine Lust mehr. Zumindest jetzt nicht mehr zu dem, was er da gemacht hat. So wie ich ihn einschätze, denke ich mal, er macht jetzt 8 Jahre lang nur Pause. Ja? Mhm. Aber sehr kreativ. Ich hoffe. Als ich ihn letztes Mal gesehen habe, war er sehr braun. Ja. Kam er gerade von der Südsee. Ich habe ihn auch einmal getroffen im Bernabeu-Stadion bei Real Madrid gegen Bayern München. Ach, da war's auch ein guten Eindruck gemacht, also einen durchaus erholten Eindruck. Wie habt ihr davon erfahren? Habt ihr das auch wirklich so knapp vorher erfahren? Wir haben es an dem Tag erfahren, wo es auch zur Presse ging. Mhm. Und man muss nur wissen, wir haben ja eigentlich immer nur einen Jahresvertrag gehabt. Mhm. Und jedes Jahr lief der ja quasi aus. Also man hat immer schon so ein bisschen damit gerechnet? Ja, ich denke mal, im Fernsehen muss man quasi permanent damit rechnen, wenn es morgen vorbei ist. Ja. Und natürlich, nach 8 Jahren hat sich das schon ein bisschen eingespielt, klar. Aber bisher hat es halt immer noch eine Verlängerung gegeben, aber jetzt diesmal eben nicht. Ja. Ja. Ja, bestimmt auch traurig. Also das ist ja ein sehr eingespieltes Team gewesen. Gerade die Leute, die von Anfang an dabei waren. Ja, auch viele Kollegen hinter den Kulissen. Ja. Nach 8 Jahren hat sich das schon ganz schön zusammengelebt. Wollen wir nicht hoffen, dass da welche in die Arbeitslosigkeit gegangen sind, sondern dass die alle bei Raab untergekommen sind oder irgendwo? So wie ich das mitbekommen habe, haben alle mittlerweile schon wieder einen Job. Entweder bei Raab oder auch bei Anke Engelke. Ja. Bei uns haben sich auch einige beworben. Ja? Ja, klar. Auch, wir würden alles tun, wenn wir nur könnten. Ja. Wir sind leider voll zurzeit. Ach. Naja. Was machst du denn seitdem? Ja, ich habe am Anfang, an dem Tag habe ich dann wirklich befürchtet, ich falle in so ein monatelanges tiefes Loch. Mhm. Und nach einer Woche habe ich dann gedacht, habe ich gehofft, ich falle in ein monatelanges tiefes Loch, weil ich hatte auf einmal doch recht viel zu tun. Wieder erwarten kamen auf einmal viele Leute, die ganz wichtige Sachen für mich hatten. Ich habe in der Zwischenzeit schon einen Film vertont, eine Werbung mit. Übrigens bei Bonito, die Firma, die hat mich dann mit Sönke Wortmann gemacht. Dann habe ich ein Album fertiggestellt mit meiner Band. Dieses Harald Schmidt. Die Harald Schmidt Band, die man jetzt auch schon vorbestellen kann in meiner Homepage. Mhm. Und bin gerade dabei, mein Soloalbum endlich fertig zu schreiben. Es ist ja eine verrückte Situation, weil du warst ja ein sehr anerkannter Musiker. Also nicht nur ein Studiomusiker, ein anerkannter, sondern auch ein Live-Musiker mit wirklich den Großen auf den großen Bühnen, in den großen Hallen, in den großen Stadien unterwegs. Und dann warst du ja fast 8 Jahre wie weg vom Markt, weil du jeden Abend da in Köln im Studio gestanden hast. Ja, nicht ganz. Als ich bei Marius gespielt habe, haben auch immer alle gedacht, ich wäre von morgens bis abends mit Marius zusammen. Aber im Endeffekt war ich dann doch nur im Jahr 3 Wochen mit dem auf Tour und dann mal 3 Wochen im Studio. Aber mit Schmidt, das war mehr als 3 Wochen. Mit Schmidt, das war natürlich mehr, aber ich habe parallel zu dieser Zeit auch mein Studio immer weiter am Laufen gehabt und habe ja auch den Clown 5 Jahre lang gemacht. Also nicht den Clown gemacht, sondern die Musik für den Clown, für die RTL-Serie. Den Clown hast du ja 8 Jahre gemacht. Den Clown habe ich auf der Bühne gemacht. aber es ist schon in der Tat so, gerade das letzte halbe Jahr nach der Sommerpause haben wir ja
5-mal gesendet. Und ah ja, richtig, mit dem Montag noch dazu. Da war dann schon mit anderen Aktivitäten nicht mehr viel los. Und dann sind die auch ein bisschen eingeschlafen. Aber es kommt wieder, wie vielleicht, du schon gesagt hast. Ich wollte mal sagen. Der Hinweis ist verstanden. Ja. Und vieles läuft ja auch so. Ist Harald Schmidt für dich ein Chef gewesen oder ein Freund? Harald war in erster Linie für mich ein Chef und Kollege. Ja. Wir haben nie so eine enge private Beziehung geführt, dass man dann nachher sagen könnte, wir kennen uns privat so gut, dass wir jetzt auf einmal anfangen, uns gegenseitig kleine Unpässlichkeiten vorzuhalten. Ich finde, das war auch ganz gut so, weil ich zum Teil mehr Zeit im Studio verbracht habe als mit meiner Familie. Mhm. Das heißt, wenn man 8 Jahre lang 5 Tage die Woche zusammen arbeitet, oder 4 bis 5 Tage die Woche, dann ist es, glaube ich, nicht unbedingt zweckdienlich, auch noch die private Zeit miteinander zu verbringen. Also es ist ganz gut, wenn man das eigentlich trennen kann. Und wenn, nichts gegen Freundschaften im Dienst, aber eigentlich sind das kollegiale Geschichten. Ich würde, ja, es ist aber ein sehr freundschaftlicher Chef gewesen. Es war ein kein Chef, strenger? Er war auch streng. Er hat eine ganz gute Hand gehabt. Er hat es hingekriegt, dass die Leute das machen, was er wollte. Also ohne subtil oder cholerisch? Nee, überhaupt nicht cholerisch. Ja, subtil, kann ich mir nämlich auch nur vorstellen. Ja. Aber er hat natürlich auch gerade über dich hat er hin und wieder die Sprüche gemacht. Ne? Also es gab ja Zeiten... Nicht nur mich, natürlich, klar. Jeder ja, über mich auch, aber du warst da, du warst da häufiger. Also, es gab ja schon Leute, die haben gesagt, der Zerlett, der ist Musical Director und im Nebenjob Fußabtreter. Ja, weil er natürlich alles abbekommen hat. Kleiner Ausschnitt nur, Sat.1 gibt zu wenig Material frei, deshalb nur ein kleiner Ausschnitt, aber ein sehr schöner Ausschnitt. Okay. Herbert Zerlett und Ben! Aha! Das ist schwer, ne? Wie schaffen denn diese Osteuropäer das so schnell? Die sind bis 240 zugelassen, die Winterreifen. Ja, muss man ein bisschen langsamer fahren. Winterreifen bis 240? Hast du dich wohlgefühlt in der Rolle desjenigen, der eigentlich immer nur so angespielt wurde? Das ist ein amerikanisches Vorbild, ne? Ja, Schäfer bei Letterman. Ja, das war, am Anfang war es für mich ein Problem, weil ich wollte kein Feuerstein sein, konnte ich auch nicht, klar. Mhm. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ach nö, ich will jetzt nicht immer der Blöde sein, bis ich dann irgendwann mal begriffen habe, dass ich ja gar nicht der Blöde bin. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ist, ja, genau, weil das ist, wenn man spielt sich die Bälle zu, das heißt, er lässt auch nie jemanden alt aussehen. Es war oft, dass wir Gäste hatten, die gesagt haben vorher, ah, ich habe Angst, weil der Harald, der macht die Leute immer so nieder und so. Also ich habe das nie erlebt, dass er irgendjemanden bewusst niedergemacht hat. Wenn, haben sich die Leute entweder selbst in die Pfanne gehauen. Mhm. Und wenn mal jemand irgendwie was sich um Kopf und Kragen geredet hat, hat er immer wieder Hilfestellung gegeben. Ja. Das meinen Sie doch nicht wirklich so, oder? Also, ja gut, er war immer besonders nett zu den Menschen, die da gesessen haben. Klar. Genau, aber ja. Im Stand-up hat er schon den Leuten die Keule gegeben. Aber den Leuten, die sich... Eine Zeit lang hätte ich nicht Olli Kahn sein wollen, sagen wir es mal so. Ich meine, wenn man sich selbst in die Schlagzeile begibt, dann ist man ja quasi mit dran schuldig, wenn man dann auch mal dann... neckig saß ab. Fällt mir gerade ein, Desiree Nussbusch war, glaube ich, in der allerersten Sendung. Ich war in der ersten Sendung. Erste Sendung, genau. Harald Schmidt. Ich muss euch sagen, mir fehlt er sehr. Ja, er war für mich immer so, wenn ich zurückkam aus Amerika, war immer so ein Anker. Ah, abends im Hotelzimmer. Mhm. Jetzt ist er nicht mehr da. Ja, aber er wird wiederkommen, da bin ich sicher. Ja, ich hoffe. Jetzt weiß ich, warum ihr alle in Schwarz gekleidet seid. Wir sind alle so traurig. Uns fehlt er auch. Ja, wirklich. Das Programm ist jetzt quotenstärker, aber nur gut. Das wirst du nur wissen. Helmut, es gibt Dinge, die über dich in der Zeitung stehen und ich weiß gar nicht, ob dir das so recht ist, dass die über dich in der Zeitung stehen. Zum Beispiel, dass du Drogen genommen hast früher. Du hast in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung mal sehr intensiv darüber gesprochen. Wolltest du das einfach mal raushauen? Ja, ich wollte das einmal rauslassen, weil wenn Sachen sind, die für dich abgeschlossen sind und du wirst immer wieder darauf angesprochen, dann willst du einmal per se für alle das mal klarstellen. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, als Musiker lebt man schon mit Drogen. Man wird damit groß oder man wächst damit auf. In der Jugend wurde bei mir sowieso haschig geraucht, war kein Thema. Mhm. Und irgendwann war es für mich so, dass die Droge mein Leben bestimmt hat. Und da habe ich eine ziemlich harte Phase erlebt. Mhm. Und habe anhand von mehreren Therapien und auch anhand von meinem starken Willen es geschafft, mich komplett davon zu distanzieren. Mhm. Und um das ein für alle Mal auch mal klarzustellen und auch zu erklären, wie sowas passieren kann, habe ich dieses Interview... Das war doch eine Deutsche Zeitung, oder? Ich glaube, es war Süddeutsche oder Tagesspiegel, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Auf jeden Fall habe ich das mal
damit versucht, ganz mal ganz klarzustellen, um auch mal abschließend, dass man nicht immer wieder absolut in Talkshows drauf angesprochen wird. Ja, na gut, das ist. Hat Harald Schmidt nicht auch Witze drüber gemacht? Ja, natürlich, hat einmal so einen Sack Kokain auf der Orgel. Ich wollte gerade sagen. Aber wie gesagt, für mich war das dann vorbei und dann war für mich auch klar, das ist wirklich jetzt nur für jeden erkenntlich Mehl. Aber man täuscht sich doch. Viele Leute denken dann doch, der hat aber da ganz schön viel Koks da rumstehen, dass die da dürfen. Es ist ja unglaublich, was die Leute für bare Münze im Fernsehen haben. Ja. Gut, aber es ist richtig, das sicherlich einmal gemacht zu haben, um auch, ich will nicht jetzt von Vorbildfunktion oder so, aber gerade wenn man diesen Weg gegangen ist und wenn man das geschafft hat, und es waren ja nicht Spaßesdrogen, sondern es war wirklich das harte Programm, nee, klar, habe ich zumindest danach gelesen, dann auch zu sagen, man kann da wegkommen. Und es ist nicht zwingend so, dass man diesen Weg weitergehen muss. Therapie, wie auch immer, es gibt tausende von Angeboten. Es gibt ziemlich viele Möglichkeiten und es ist, ich bin das lebende Beispiel dafür, dass es geht, dass man auch komplett keine Probleme hat. Hat das den Vater Zerlett verändert? Ist der mit den Kindern anders umgegangen, um denen das zu ersparen? Boah. Schwierige, ja eigentlich, wenn man selbst den Kindern zeigt, dass man sein Leben ändern kann. Die Kinder kriegen natürlich auch eine Sucht mit, klar. Obwohl sie zum Teil noch zu jung waren, um es wirklich zu wissen, was ich da mache. Aber die kriegen natürlich mit, dass mit dem Vater nicht alles in Ordnung ist. Und wenn die sehen, der Vater kann sich ändern, das ist natürlich für die Kinder auch, denke ich mal, eine Lehre zu sehen, dass man nicht nur in eine Sackgasse geraten kann, sondern es gibt auch immer wieder Wege raus. Mhm. Absolut. Bei dem Thema bin ich direkt trocken im Mund. Ist es wirklich so? Ja, ist ein ernstes Thema. Ja, ich meine, ein paar Harte, mit Wasser darf man löschen, das ist schon in Ordnung. Und ich sage nicht, dass ich schon was gesprochen habe. Kein Wort gerade drin. Jetzt kommt Anke Engelke, geht auf Sendung, und zwar im Mai. Ja? Kann sich, also habe ich gehört. Das kann sich bestimmt ändern, aber ist ja gerade wurscht. Also sie wird schon irgendwann auf Sendung gehen. Ja. Wirst du der Bandleader sein bei Anke Engelke? Bestimmt nicht. Nein? Wie man weiß, hat sie ja eine enge Beziehung mit dem Bandleader der Stefan Raab Band. Der jetzt nicht mehr bei Raab ist, sondern gerade die Band der Anke Engelke Show. Ah, dann arbeiten die zusammen. Ich denke mal, dass sie das... Klar, warum oder, nicht? Nee, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Hättest du es gerne gemacht oder bist du eigentlich der von Harald Schmidt und insofern... Mal unabhängig davon, ob ich es gerne gemacht hätte, ich hätte es ihr nicht geraten, weil es ist für sie bestimmt gut, wenn sie sich so weit wie möglich von Harald entfernt. Mhm. Und wenn sie dann noch den gleichen Bandleader nimmt, das wäre ja ganz furchtbar. Mhm. Also deswegen sollte sie so weit wie möglich was anderes machen. Was Anke angeht, ist es ja mittlerweile so, dass es sogar Wetten darüber gibt, wie gut sie das schaffen wird. Also hat es ja schon in Fernsehsendungen gegeben, solche Wetten. Glaubst du, dass sie es schafft? Mal schauen. Also, wir hatten ja damals das Glück, dass wir den Fred Kogel hatten, der über ein halbes Jahr... Das war der Chef von Sat.1. War der Chef von Sat.1, der dem Harald so viel Backup gegeben hat. Und ich hoffe, dass sie auch einen Fred Kogel hinter sich hat, der das jetzt weiter durchzieht. Der muss nicht Fred Kogel heißen, aber der sollte sich so benehmen im ersten halben Jahr. Das wäre ihr zu wünschen, weil wir alle wissen, war das erste halbe Jahr für Harald und für uns ja auch nicht gerade ein Sahnestückchen. Das war ja wirklich ein harter Kampf. Am Anfang. Und wir haben auch alle gedacht, nach einem halben Jahr ist Feierabend, dass es jetzt auf einmal 8 Jahre geworden sind. Und dass es Demonstrationen gegeben hat, nachher, als die Sendung abgesetzt wurde. Also das war wirklich, da haben wir alle, da waren wir wirklich der Begriff Kultstatus reicht gar nicht. Dann machen wir es doch einfach so. Wir drücken Anke Engelke die Daumen. Wir nehmen den Applaus, der jetzt gleich kommt, als Unterstützungsapplaus für Anke Engelke und gleichzeitig als Dankeschön-Applaus für Helmut Zerlett. Vielen Dank. Danke. Da wird die Anke Engelke sagen, das habe ich gerade noch gebraucht, Unterstützung aus dem ZDF. Aber es soll ja nicht schaden, sondern es soll helfen. Vor 10 Jahren ist der 2-jährige Tim in einem stillgelegten Schwimmbecken verunglückt. Als man ihn fand, war er klinisch eigentlich tot. Tim lag monatelang in einer Art Wachkoma. Aber seine Mutter, Kirsten Kunert, hat nicht aufgegeben und hat ihren Sohn mithilfe des Delfin-Therapiezentrums in Florida irgendwie zurückgebracht ins Leben. Delfintherapie. Für viele Menschen ist die Heilkraft der Meerestiere ein Wunder. Doch immer wieder zeigt sich, dass der Heilungsprozess bei Kindern mit körperlichen oder geistigen Behinderungen durch die Delfine gefördert wird. Nun sind alle Zweifel beseitigt. Eine wissenschaftliche Studie hat bestätigt, dass die Delfintherapie bei ganz unterschiedlichen Krankheiten von Jungen und Mädchen helfen kann. Welche Folgen diese neue Studie hat, das berichtet uns jetzt die Vorsitzende des Vereins Dolphin Aid. Es ist die eben angesprochene Mutter, Kirsten Kunert. Guten Abend. Hallo.
Herzlich willkommen. Als Sie das Ergebnis dieser Studie gehört haben, dass das jetzt endlich, diese letzten Zweifler richtig geohrfeigt werden, indem jetzt wirklich klar ist, dass das Erfolg haben kann, diese Delfintherapie, muss ja für Sie ein besonderer Moment der Freude gewesen sein. Wie haben Sie das empfunden? Es war gar nicht so ein großer Moment der Freude. Ich habe auf dem Symposium in der Ludwig-Maximilian-Universität in München habe ich ein bisschen geweint. Ich habe mir vorher die Frage gestellt, was machst du eigentlich, wenn das Ergebnis der Studie so ist, wie du dir das wünschst. Aber es war jetzt nicht diese unglaubliche Freude, weil das ist richtig war, Delfintherapie zu machen, das wusste ich vorher schon. Das haben Sie geahnt und für sich natürlich auch schon gewusst, aber jetzt ist das irgendwie wissenschaftlich zementiert. Können Sie mir sagen, nach all dem, was Sie mit Delfinen erlebt haben, was ist das Besondere an Delfinen? Sie sind sehr sensibel und sie haben sich etwas bewahren können in ihrem Element Wasser, was uns, glaube ich, als Menschen abgeht. Sie können sich bedingungslos auf ihr Gegenüber einstellen. Das heißt, die müssen ja irgendetwas können, was wir Menschen nicht können. Weil sonst könnte man ja einfach sagen, nimm einen guten Therapeut und geh mit dem ins Wasser. Genau. Das heißt, sie nehmen offensichtlich die Bedürfnisse eines Patienten im Koma, eines Kindes mit Beeinträchtigungen, von Menschen, die nicht sprechen, so auf, dass der Mensch sich öffnet und dann wieder bereit ist, an diesem Leben teilzunehmen. So ein Delfin ist ja ein großes Tier. Das ist ein ja auch Raubtier sehr, sehr, übrigens. Ein Raubtier, ein muskulöses Tier. Ja. Und trotzdem finden die selbst bei ganz schwachen Gegenübern immer so dieses, genau den richtigen Moment, wie weit sie gehen dürfen, wie nah sie ran dürfen. Und Kleiner steht daneben und sagt, was sie tun. Was sie tun müssen. Das kann man ja auch nicht trainieren. Ich werde oft gefragt, wie werden diese Tiere trainiert und eigentlich gar nicht. Ja, also dieser Vorwurf, der manchmal so unausgesprochen mitgeliefert wird, von wegen, das sind doch alles abgerichtete Tiere und das ist ja nur ein bisschen nicht. Gaga und ein bisschen Streicheleinheit im Wasser sozusagen. Hier sehen wir diese Delfintherapie, das sind teilweise Eltern, die mit ihren ja zum Teil schwerstbehinderten Kindern daran teilnehmen. Sie können das besser erklären als ich. Also das Augenmerk der Eltern ist natürlich magnetisch auf das Geschehen im Wasser gerichtet. Und da gibt es auch Momente, da weinen Mütter, da lachen Mütter und auch Väter werden ganz sensibel und ganz ruhig, wenn sie das beobachten. Und Delfintherapie ist ja auch eine Therapie für die ganze Familie. Denn wenn Sie bedenken, durch welch tiefe Täler eine Familie mit einem kranken Kind gehen muss, dann ist es, glaube ich, offensichtlich, dass es der ganzen Familie gut geht, wenn das schwächste Glied der Kette auf einmal wieder... Der Unfall in Ihrer Familie liegt 10 Jahre zurück oder gut 10 Jahre. Fast genau. Oder fast genau 10 Jahre zurück. Was ist da genau passiert, wie ist Ihr Sohn verunglückt? Mein Sohn Tim ist in einem stillgelegten, nicht gesicherten Schwimmbecken auf einer öffentlichen Anlage verunglückt. Mhm. 50 Zentimeter Barkwasser. Also das heißt eigentlich... auf der Tauffeier meiner Tochter war es. Also das heißt 50 Zentimeter, das ist nicht viel. Aber man weiß mittlerweile, dass viel weniger Wasser ausreicht. Selbst bei ganz, im Grunde eine große Pfütze. Eine Pfütze reicht. Eine Toilette übrigens. Krabbelnde Kinder. Mhm. Also bei ganz kleinen Kindern, weil die Kraft noch nicht nicht da ist, um den ja überdimensional schweren und großen Kopf sozusagen da rauszuretten. Und eigentlich hätte er das nicht überlebt, ne? Er war klinisch tot und ist dann Gott sei Dank dort reanimiert worden. Und hat aber schwere Folgen, also schwere Schädigungen davon getragen. Sein tiefes Koma ist nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, geendet, dass er nämlich die Augen aufmacht und sagt, Mami, ist alles wieder gut? Sondern ist in einem Wachkoma geendet. Und das hat 15 Monate gedauert, bis er mit der Delfindame Spunky am vierten Tag seiner ersten Therapie sich mit einem lauten Lachen zurückgemeldet hat. Und das war für Sie sozusagen der super Moment? Ja. Also die Ärzte. Wobei man da sagen muss, es ist nicht so, bitte nicht, dass wir das falsch verstehen. Also Tim hat nicht gelacht und hat gesagt, okay, jetzt können wir den Rollstuhl zu Hause lassen. Nee, ist schon klar. Er ist im klassischen Sinne immer noch ein behindertes Kind. Ja. Aber er war ein aufgegebenes Kind von der Schulmedizin. Was haben die Ärzte damals gesagt, also die Schulmediziner? Nächste Frage. Ja? Sie haben eigentlich nichts gesagt. Also das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die ich gerne vermitteln möchte. Hoffnung ist ein großes Thema. Und man entlässt Mütter und Familien mit solchen Schicksalen in die Hoffnungslosigkeit. Weil es gibt niemanden, der sagt, versuchen Sie A bis Z und dann passiert Punkt 1 bis 10. Sondern man sagt einfach, ja, also sieht jetzt schlecht aus. Aber was man tun kann, um dieses schlechte Aussehen zu verbessern, da sind wir immer noch nicht so weit, dass wir in Deutschland die richtigen
Unterstützung bekommen. Und das, obwohl wir mittlerweile ja so viel wissen über die Möglichkeiten, die es gibt. Was war genau die Diagnose bei Ihrem Sohn? Hypoxischer Hirnschaden nach Ertrinkungsunfall. Hypoxisch heißt Sauerstoffunterversorgung. Okay, und mit schweren körperlichen und geistigen Folgen? Bei den geistigen Einspruch, ja. Aber körperlich. Körperlich schwerste Folgen. Und dann sind Sie also darauf gekommen, dass es diese Delfintherapie gibt. Sie waren damals ja noch nicht Vorsitzende von Dolphin Aid. Gab es noch gar nicht. Ja? Na, die Therapie, es gab Ansätze davon, ja, aber es oder? Gab Dolphin Aid nicht. Nein, die Hilfsorganisation gab es noch nicht. Und Sie sind dann nach Florida und haben ja eben schon gesagt, am vierten Tag dieser Therapie gab es eine Reaktion, ein Lächeln. Können Sie den Moment versuchen zu beschreiben? Kein Lächeln, ein lautes, herzhaftes Lachen. Ja? Und ich habe geweint. Und habe mich im Arm eines wildfremden anderen Vaters wiedergefunden, der auch geheult hat und immer gesagt, das ist unglaublich, das ist unglaublich. An dem Abend ist Dolphin Aid eigentlich geboren, auf dem Balkon eines Hotelzimmers in Key Largo. Mhm. Weil Sie gesagt haben, wenn das so geht, dann... Dann bitte alle Kinder, die sich nicht altersgerecht entwickeln, die krank sind, die Schmerzen haben, die Kummer haben, die sollen bitte Delfintherapie machen, denen es besser geht. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt ja auch schon, was es bedeutet und welche auch finanziellen Bürden Familien ausgesetzt sind, nur weil sie ein nicht ganz gesundes Kind haben, habe ich gesagt, gut, müssen wir eine Hilfsorganisation gründen. Was kostet so eine Therapie? Zwischen 11.000 und 15.000 Dollar für 2 Wochen. Kostet das nur für das zu behandelnde Kind? Sie gucken so, wir können das parallel machen und sagen, was kostet... Ich gucke, weil 11.000 bis 15.000 Dollar einfach viel Geld ist. Furchtbar viel Geld, aber was kostet ein Tag auf der Intensivstation? Nur ist ein Kind, was auf die Intensivstation gehört, nicht ein Kandidat für eine Delfintherapie. Aber das Kind wieder in ein lebenswürdiges Leben zu bringen oder den Patienten wieder dahin zu bringen. Sollte uns das Geld wert sein? Denke ich schon. Ja. Und ist bei dem Geld, was Sie jetzt eben genannt haben, ist dann schon mit dabei, dass zum Beispiel auch jemand mitkommen muss? So ein Kind kann ja nicht alleine reisen. Nein, die ganze Familie soll bitte mitkommen. Und ist das eine Familientherapie? Das ist aus unserer Sicht eine Familientherapie. Weil Sie glauben, dass auch die Familie mitleidet, also muss sie auch mittherapiert werden? Erstens leidet die Familie. Und ich sagte es eingangs schon, wenn es dem schwächsten Glied der Kette gut geht, dann geht es allen gut. Und gerade das Thema Geschwisterkinder von behinderten Kindern ist ein großes... Da gibt es viele Überlegungen, was die auch auszustehen haben, zu sehen, dass es ihren Geschwistern nicht besonders gut geht. Ich habe da Glück gehabt, meine Tochter hat das wunderbar verkraftet. Aber ich denke, auch da gibt es Handlungsbedarf. Jetzt haben Sie gesagt, Ihr Sohn hat gelacht, laut gelacht. Laut gelacht. Und trotzdem ist natürlich interessant zu wissen, wie sich sozusagen die Therapie nachhaltig auf den Zustand des Kindes auswirkt. Also gibt es Verbesserungen, die Sie, also signifikante Verbesserungen, die Sie zurückführen darauf, dass er diese Therapie gemacht hat und auch wiederholt hat? Lassen Sie es mich anders anfangen. Ich bin ja hier nur für die Fragen. Man hat mir gesagt, er wird nicht sehen, er wird nicht schlucken, er wird nicht riechen, er wird nicht hören und wahrscheinlich weiß er auch gar nicht, dass ich seine Mutter bin. Das würde ihn heute wahrscheinlich sehr amüsieren. Tim ist heute von einem sehr gnadenlosen Computer getesteten, von seinem Sprachverständnis zweisprachiges Kind. Mhm. Ich denke, dass er auch die Sprache der Kinder, Frauen spricht oder versteht. Er schluckt, er riecht und wenn Sie ihn bei einem spannenden Hörspiel unterbrechen, wird er auch denkbar sauer. Und das schreibe ich der Delfintherapie zu und zwar ausschließlich. Nicht, dass die Delfintherapie alle Erfolge produziert hat, aber die Delfintherapie hat ihn therapiefähig gemacht. Der war ja gar nicht da. Und er ist so ein bisschen zurückgeholt worden. Absolut. Ja. Und ich glaube auch, dass wenn Sie bedenken, dass Rehabilitation Hochleistungssport ist. Ja, das ist Bodybuilding in übelster Form. Ja, jemand, der Rückenschmerzen hat oder permanent trainieren, bitte schön, da wissen Sie. Und stellen Sie sich vor, Sie haben es nicht nur im Rücken, sondern Sie haben es im ganzen Körper, dann wissen Sie, was die Patienten auch leisten müssen. Und ich denke, dass die Delfintherapie auch einen großen psychologischen Effekt hat. Jetzt hat Tim das schon häufiger gemacht, also diese Therapie, Sie sind sogar umgezogen nach Amerika mit der Familie, einfach um näher dort zu sein, um mehr Möglichkeiten zu haben. Und trotzdem engagieren Sie sich nachher in Deutschland. Wie viele Menschen, wie viele Kinder, wie viele Familien, muss man ja richtigerweise sagen, haben Sie in der Zwischenzeit ermöglicht, eine solche Delfintherapie zu machen mit Ihrem Verein? Ich bin kein besonders guter Zahlenmensch. Ich sammle Spenden in 15.000 Euro Schritten möglichst, aber es sind über 1.000. Familien, die wir auch mit Hilfe von finanziellen Unterstützungen in die Therapiezentren bringen können. Toll, super.
Wobei man da auch sagen muss, der Applaus, für den ich mich herzlich bedanke,